Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr wieder dabei seid und hier hereinschaut in diesen Kanal. Ich schaue auch herein, also ich schaue ja quasi hinaus. Ich bin ja im Kanal drinnen. Ihr seid in der Realität, ich bin hier in einer Welt. Ich kann hier quasi nicht heraus. Ich bin im Handy, im Fernseher, im Computer. Es ist eine unangenehme Situation. Die angenehme Situation kommt jetzt. Ich habe mir hier eine Höfer Bandschleifmaschine gekauft. Was kann man mit einer Bandschleifmaschine machen? Es ist eine Kantenschleifmaschine. Also es läuft ein Band wie auf einer Handbandschleifmaschine oder auf einer Langbandschleifmaschine, wo man Flächen schleifen kann, kann man hier Kanten schleifen. Man kann sich dieses Teil, diesen Anschlag einstellen und kann quasi das Hirnholz 90 Grad schleifen oder 45 Grad. Also man kann sich alle gerade einstellen. Hier vorne fehlt mir noch der Tisch. Der wird mir noch geschickt. Hier bei diesem Tisch kann ich dann Rundungen, Schweifungen, Innenradien schleifen. Hier, dieses Teil war weggebrochen. Ein Freund von mir hat einen Alu-Schweißer. Der hat mir das hierher geschweißt. Und ich werde das dann mit der Schleifmaschine gerade schleifen, dass es schön aufliegt. Denn wenn ich das gelassen hätte, diese Beschädigung, wären mir die Bänder hin und wieder eingerissen. Daher habe ich das gleich gerichtet. Hier will ich die Oberfläche noch schleifen, dass der Rost weg ist. Hier die Absaugung funktioniert gar nicht, die ist total verlegt, verschmutzt. Hier hinten gibt es den Absaugungsschlauch. Ich habe aber vor, direkt hier drüben anzustecken an der Absaugung. Dann ist dieser Sack nicht hier und meine große Absaugung saugt natürlich viel besser, viel hochwertiger. Es gibt auch so einen Schleifschuh, den kann ich hier hinter, also da musste ich das Schleifpapier wegnehmen, dann kann ich das hier anschrauben, das war dran quasi. Dann kann ich mir links und rechts jeweils hier unten das so drauf montieren, das habe ich auch demontiert. Dann habe ich hier diese Leisten, das ist dann wie eine Abrichtmaschine quasi. Der erste Anschlag ist um 1/4 Millimeter zurückgesetzt zum anderen Anschlag und wenn ich dann drüber fahre, kann ich keine Sutten schleifen. Also ich kann nur gleichmäßig eigentlich wegschleifen. Für das ist dieses Teil geeignet. Vielleicht versuche ich es testhalber und werde hier einen Vorschub montieren und schauen, ob das geht oder nicht, aber das ist dann mehr so ein Hobby. Auf jeden Fall, hier gibt es die Verstellung. Dann kann ich mit dem Tisch die Höhe quasi verändern, dass ich das ganze Schleifpapier ausnütze. Also es ist nicht oszillierend. Oszillierend heißt, das Band fährt auf und ab, dann würde das Papier länger halten. Mit Gefühl werde ich das auch hinbekommen, dass das Band lange hält. Graphitauflagen gibt es, das an der Handbandschleifmaschine auch ist. Dieses Fetzerl, was unten weghängt, das werde ich mir hier auch raufkleben. Müsste ich nicht machen, aber ich werde es tun. Ich glaube, es ist auch etwas angenehmer zu schleifen. Hier habe ich mir mit einer Latte eingestellt, dass dieser Schleifschuh, also diese Rolle, bündig ist. Hier ist es auch. Wenn ich jetzt diese Graphitauflage raufklebe, komme ich ja um 3 mm oder 2 mm nach vor. Dann muss ich hier herunter diese Schraube lockern und dann kann ich das drehen und dann bewegt sich das vor und zurück und kann das einstellen, dass ich quasi in einer Linie bin dann mit der Graphitauflage. Auch beim Schuh werde ich eine neue Graphitauflage raufgeben. Die ist nämlich schon sehr kaputt. Mit dieser Schraube hier kann ich den Tisch vor und zurück drehen, damit ich quasi mit dem Tisch mehr Abstand habe zum Schleifpapier. Das ist dann sinnvoll, wenn dieser Schleifschuh montiert wird, dann muss ich ja weg. Oder wenn ich diese Winkelanschläge hinten montiere, diese Alu-Winkel, die ich euch gerade gezeigt habe, dann muss ich ja mit der Tischplatte auch weg. Das Interessante an dieser Maschine ist, ich kann das in alle Seiten neigen. Ich kann das komplett schräg drehen. Für was das ist, weiß ich gar nicht. Ich kann hier die Gerade ändern. Das heißt, mit dieser Maschine ist alles möglich. Ich habe bei der Firma Höfer angerufen und wollte mich erkundigen, ob es noch diverse Ersatzteile gibt. Denn diese Rolle war mein erster Gedanke, dass ich sie neu kaufe. Aber die kostet so viel, da habe ich für diese Maschine gebraucht, weniger bezahlt. Auf jeden Fall, diese Dame am Telefon kannte sich so extrem gut aus. Die hat mir alles erzählt über diese Maschine. Also es war traumhaft, wenn man mit einer Person spricht, die genauso eine Leidenschaft hat zu Maschinen wie ich. Diese Dame hat mir auch verraten, dass hier diese Nummer, die steht, das erste ist die Jahreszahl. Also sie wurde 1969 hergestellt und das ist die 267. Maschine. Ich werde an diese Firma ein E-Mail hinschicken. Ich habe mir hier schon zusammengeschrieben, was ich brauche. Also diese Graphitfläche, die ich hier brauche, ist 93 cm lang, 22 cm hoch. Dann für den Schleifschuh gebe ich auch eine neue. Da
brauche ich 22 mal 22 und hinten gibt es ein Vlies, dass es nicht direkt am Eisen aufliegt. Also hier ist zumindest ein Vlies drauf. Das will ich auch haben. Dann eine Gebrauchsanleitung, die will ich auch haben. Ursprünglich hat es für diese Maschinen auch Fahreinrichtungen gegeben, dass die Maschine aufsteht. Dann hätte ich mit einem Hebel die Maschine anheben können und herumfahren können. Ich fahre eigentlich gern mit Maschinen herum, aber mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich lieber sage, die Maschinen können stehen bleiben und ich lasse sie einfach in Ruhe. Überholen. Ich würde mich sehr unwohl. Wenn ich hier einen Winkel einstellen will, 90 Grad, dann lege ich mir hier eine Platte einfach an, mach das locker und stelle mir das so dann ein. Aber hier ist ein Dreck drauf, das muss ich noch alles reinigen. Und dann kann ich das genau einstellen auf 90 Grad. Und wenn das dann so ist, dann habe ich mir das genau auf 90 Grad eingestellt. Dann kann ich mit der Platte an das Papier anfahren und schleife 90 Grad. Beim ersten Mal einschalten ist sie gleich in die andere Richtung gelaufen. Da war ich gleich nervös. Aber dann habe ich den Stecker zerlegt und habe die zwei Drähte umgetauscht und jetzt läuft sie richtig. Mit diesem Hebel hier könnte ich verstellen die Neigung von der Rolle und dann hebt sich das Schleifpapier ab oder senkt sich nach unten an. Spannen kann man mit diesem Hebel. Hier hinten ist eine Feder. Die Feder spannt mir das quasi und so kann ich das Schleifpapier dann wechseln. Hier unten saugt das quasi durch den Motor an, aber das ist so verlegt, das werde ich jetzt mal aussaugen. Und dann werde ich bei diesem Schleifband die Hälfte wegnehmen, das ist sowieso schon kaputt, damit ich hier die Bandschleifmaschine anhalten kann und das hier bündig schleifen. Ich sehe gerade, ich könnte hier diese Abdeckung ganz abschrauben. Dann könnte ich da auch besser hinein. Jetzt habe ich ja gesehen, dass der Dreck, also der Staub, nicht so gut herausgeht, weil das wirklich wahrscheinlich jahrelang nicht gereinigt wurde. Oder. Jetzt werde ich das hier aufschrauben und werde mir das genauer ansehen. Die hinteren Schrauben habe ich schon gelöst, denn da hättet ihr sowieso nichts gesehen. Da bin ich ja quasi auf der Maschine oben gehangen wie Tarzan. Da sind Sprengringe oben, damit das ordentlich immer auf Zug bleibt. Jetzt muss ich natürlich das Band wegnehmen, damit ich das heraus kann. So. Okay, ist schon locker. Aber es ist so verdreckt und so vollgestopft, dass es kaum herunterging. Das hat jetzt sicher nicht geschadet, dass ich das heruntergenommen habe. Jetzt werde ich das mal alles aussaugen. Jetzt habe ich mir die Druckluft hergenommen. Jetzt werde ich dieses Gerät aufdrehen, damit die Absaugung quasi saugt. Und dann blase ich den Rest in die Absaugung hinein, dass das wirklich sauber ist. Aber ich setze meinen Gehörschutz auf, denn irgendwie surren meine Ohren. Gehörschutz hier. Aufsetzen, Gehörschutz aufgesetzt. Aufdrehen. Oh. Sicherheitshalber wieder abdrehen und dann nochmal nachreinigen. Hier die Absaugung. Okay, die Absaugung bringt schon was. Jetzt habe ich mir die Maschine herausgedreht, denn mir kommt es vor, wie wenn das nicht richtig saugen würde. Jetzt will ich mal in den Motor hineinschauen oder ob hier was verlegt ist. Obwohl, der Sack bläst sich auf,
Vielleicht, es hat wahrscheinlich einfach nicht mehr Saugleistung, aber es ist sowieso egal. Ich schließe mir das sowieso bei der Absaugung an und dann werde ich mir einfach gleich diesen Schlauch bestellen, falls das jetzt nicht so passt, wie ich das will. Es könnte ja auch sein, dass in diesem Sack Gold drinnen ist. Dann wäre das natürlich extrem super. Ich verrate euch das nicht, denn wenn Leute erfahren, dass man viel Geld hat, dann hat man auch viele Freunde. Also ich sage nichts vom Gold, das ich jetzt gerade gefunden habe. Also der Anschluss ist 120. Jetzt schaue ich da auch rein. Okay, das schaut alles sauber aus. Jetzt werde ich das aber abblasen noch, also aussaugen. So, jetzt drehen wir nochmal auf. Jetzt hat das auch voll gesaugt ohne diesen Sack. Puh, und es staubt. Das heißt jetzt für mich, ich werde hier einen 120er Schlauch bei der Kreissäge muss ich reduzieren, damit ich das anschließen kann. Oder soll ich einfach den 140er von der Kreissäge immer umstecken? Das werden wir sehen. So, jetzt lasse ich das mit so einem Dichtungsreiniger und Harzreiniger ein. Ich glaube, der Staub wird auch besser abgeführt, wenn das hier eine halbwegs glatte Oberfläche ist und es sind nicht so viel Verschmutzungen drauf, wo sich der Staub dann verwirbelt. So stelle ich mir das vor. Vielleicht täusche ich mich komplett oder vielleicht habe ich extrem recht. Das weiß keiner. Auf jeden Fall zwischen Anfang des Videos, wo ich an der Maschine, wo ich gesprochen habe und so, und zwischen jetzt, wo ich das heruntergeschraubt habe, ist eine Woche fast vergangen. Und in dieser Woche habe ich dieser Firma Höfer eine E-Mail geschrieben bezüglich Bestellung von Schleifbändern. Was habe ich noch bestellt? Dieses Graphit-Auflage und so. Diese Dame, wie ich schon gesagt habe, die hat sich ja extrem Stens ausgekannt. Also die hat, glaube ich, diese Maschinen erfunden. Sie heißt auch Höfer. Mit dem zweiten Namen. Das habe ich alles beobachtet. So, auf jeden Fall habe ich das bestellt. Das wird dann montiert, wenn es alles kommt. Schaut gleich besser aus. Jetzt kann ich das wieder aufgeben. So, jetzt ist das wieder drauf. Jetzt gebe ich das Band wieder auf. Und jetzt will ich hier mit der Bandschleifmaschine hinhalten, damit ich das bündig schleife. Das geht natürlich nicht, wenn das Schleifband im Weg ist. Und diese Rolle sollte sich auch drehen. Jetzt quasi muss ich das Band hier oben so einreißen. Das Band ist sowieso schon kaputt. Mir geht es nur darum, dass ich Platz habe, um mit der Bandschleifmaschine dort hinzukommen. Jetzt ist hier etwas zu viel noch. Jetzt habe ich hier Platz genug, um die Bandschleifmaschine hinzustellen. Vorher werde ich unten noch Backel geben, damit sie nicht so wackelt. Steht die Maschine etwas besser. Ich muss mir hier einen Winkel an die Wand montieren. Irgendwie ist das unten sehr ungerade. Und jetzt war gerade meine Freundin da in der Zwischenzeit und hat mir ein Backerl gebracht, das heute die Post gebracht hat. Und das wird, glaube ich, das Teil hier sein, denn der Vorbesitzer hat das noch zu Hause gefunden. Ha, hier ist es. Dieses Teil kommt dann hier rein. Und jetzt habe ich hier eine Auflage, um quasi Innenkurvenschweifungen zu schleifen. Perfekt. Das werde ich mir aber auch noch herrichten. Das ist sehr verrostet. Jetzt drehe ich mal die Maschine auf und halte mir das hier her und schauen wir, ob das funktioniert. Oh, wieder, da schaut es aus. Alter, da schaut es aus. Alter, und alles vermantelt. Alles.
Da muss ich mich jetzt ganz langsam antasten. Jetzt schauen wir mal. Ob man schon was sieht, dass es schöner ist. Viertelmillimeter Überstand, hier oben dasselbe. Das heißt, der Plan geht auf. Es funktioniert. Jetzt bin ich erst drauf gekommen, dass ich die Maschine anders halten muss. So läuft das Band der Maschine in dieselbe Richtung wie das hier. Und trotzdem ist es so gut gegangen. Das heißt, das hier muss schneller laufen wie die kleine Bandschleifmaschine oder umgekehrt. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, das heißt, das hier ist eigentlich, kann man sagen, gut gegangen. Oben noch einmal und dann muss ich innen schleifen. Und jetzt versuche ich mit diesem Schleifstein, ob da innen... Also außen der Plan ist aufgegangen, innen werde ich mir irgendein Holzstück nehmen und werde rauftackern oder raufkleben, ein Schleifband. Schauen wir mal, vielleicht hat das innen doch was gebracht. Also das hier passt. Hier noch einmal, dann bin ich hier ganz perfekt. Und innen, obwohl, es hat innen was gemacht. Okay. Okay, das sieht schon gut aus, innen eigentlich auch. Hier habe ich nur hier ein kleines Problem. Okay, das ist schon ziemlich gut alles. Wie könnte ich hier noch innen arbeiten? Gar nicht, so nicht. Schaut das schon alles sehr gut aus. Hier ist noch eine Kante, werde ich Kanten brechen quasi. Und mit einem feineren Papier. Innen ist noch ein Überstand von einem halben Millimeter, werde ich noch einmal rübergehen. Aber im Groben und Ganzen kann man sagen, das hat funktioniert. Tschüss!